Willkommen bei unserer offiziellen Bike-Wiegestation. Jetzt ist die Stunde der Wahrheit, was unsere Bikes fahrfertig wiegen. Unsere Cube-Dinger, dann ein Rotwild, das YT und die Speiseeis-Dinger, die ja immer so leicht sind. Werden wir gucken, der das schwerste Bike hat, der gewinnt irgendwas. So, wer zuerst? Jetzt kommt das 140er Cube Stereo SL aus 2020. Das, die Werksangabe, weiß ich nicht, ich blende sie einfach ein. Am Lenker? Nee, im Sattel geschrieben. Am Sattel? Warte mal, nicht so schnell. Ich habe da ja was vorbereitet. So eine kleine Excel-Tabelle. Sehr gut, das wollte ich schon machen. Wir wiegen dreimal hintereinander und dokumentieren alle drei Messungen und bilden danach den Mittelwert. Auf, häng dich auf. 24,85. So, nochmal oder was? Warte. Zweite Messer. Ich wollte schon fragen. 24,85. Die Waage ist gut, oder? Ja. Warte. Bisher ist der Mittelwert ziemlich eindeutig. Ah, okay, 24,89. Schwerere Reifen. Hinten haben wir jetzt ja neue Felge bei ihm. Wieso ist das Rad so leicht? Du bist schon nervös mit deinem Speiseeis. Was schätzt du? Warte, du willst ja vorher schätzen. Na, wir sagen sie mal einfach nicht. Und lassen ihn schätzen. Wir sagen lassen 22,5 Kilo. 22. Fast. Gut, du hast Licht dran, warte mal. Ja, genau. Ich habe ja eine Lichtanlage dran. 24,5 jetzt. Und der Dreck. Ja, der Dreck ist ja auch fahrfertig. Der ist fahrfertig. Auch nochmal. Messung Nummer 3. Was ist jetzt passiert? Jetzt haben wir. Das muss eine Fehlmessung sein. Nein. Wir sind ja 6 Gramm leichter. Warte. Yeah. Feste. Dann haben wir den Mittelwert. Ja, den müssen wir erst noch ausrechnen. Das Datenfeld habe ich noch nicht angelegt. Okay. Und damit? Das habe ich eben gemacht, als ich auf dem Klo war. Das andere ist Specialized. Das ist aber, glaube ich, komplett Serie, oder? Ja. Und hat auch, beide haben übrigens den großen Akku, falls das irgendwie relevant ist. Ah ja gut, 750er Akku ist natürlich auch ein Brett. 700 nur. 700? Ja, das hat die. Ja. Oh. Das ist ein kleiner Rahmen. Kleiner Rahmen. 22,5. 22,6. Das ist gut. Wir haben 700er Akku. Das ist gut. Messung 3. Nee, erst Messung 2. Messung 2 von 3. Komm, 23 Knacke, bitte. Nochmal? Genau. Also bei der Personenwagen musst du ja auch ein paar machen. Vielleicht ist jetzt Staub abgefallen. Das war mein Ansinn, ich will das so lange hingelassen, bis 22,54. Oh, das ist Weltrekord, ey. Das wird keine Koppel. So, was kommt jetzt? Jetzt kommt das Rotwild. Was hat das Serie? Ja, die geben keine Gewichte an. Geben keine Gewichte an, sie wissen warum. Sie wissen warum. Willst du gar nicht abmachen? Nein. Nein, fahrfertig. So, genullt. Boah, das ist schon schwerer als die anderen. 24,9. Natürlich auch einen anderen Reifen drauf, weil du den anderen ja zerstört hast. Ja, Max ist es auch viel zu leicht. Die taugen dir echt gar nichts. Wunder, dass du gestern nicht schon kaputt gegangen bist. Was ist hier los? Messung Nummer 2. Na, jetzt kommen wir so auf das, was ich zu Hause habe. Ende weg. 25,05. Ich hab da jemand angequietscht. Das Entchen holen. Aber was meinst du denn, was es wiegt? 23, glatt. Du bleibst ja auf der Seite sicher stehen, du siehst ja die Waage nicht. Das Whitey. Whitey Decoy. Boah, hey. 24. Nein, 22. Ja. Oh, cool. Aber leicht. Zweite Messung, machen wir mal die zweite. Eine macht immer drei. Drei. Oh. Guck, das ist variiert ganz schwer. Ich habe 22,9 im Laden gemessen. Da sind ja noch die Finger dran. Ich glaube, da müssen wir nochmal von vorne anfangen. Tut der stoppen dann? Ja, irgendwann stoppt er. Jetzt hat er nicht stoppt. Das ist eine billige Waage, da ist nichts mit geeicht. Dann haben wir eine Gabel, die TD Swiss 250 Navo. Ich habe es heute ein bisschen stabiler gemacht. Und dadurch dreimal das gleiche Gewicht gemessen. Auch da kann ich den Mittelwert sogar im Kopf ausrechnen. Boah, meinst du, ich würde die Formel machen? Jetzt holen wir mal eins. Jetzt kommt das richtige Fahrrad. Jetzt entscheidet sich Cube oder Rotwild. Wer gewinnt?
geht hier um Mehrgewicht? Ja klar, haben wir vorher gesagt. Hat bloß wieder keiner zugehört. Kommt mein Fahrrad. Das fühlt sich schwer an. Halt, du hast mein T-Shirt. Also es geht ums höchste Gewicht, aber wenn eins leicht ist, ja. Das Specialized ist schon krass mit dem 700, der Akku 22,4. Yes, das Starker Mann, 25 Oh, Alex, noch nicht immer die 26 gekratzt. Hoch. Ist das eine Leiter? Wir sind noch nicht fertig. Vielleicht war es ja. Oh, warte, ist ausgegangen. Nimm mal hoch. Ich brauche ein schwereres Garmin. 25,83. Nein, das sind die schweren Reifen. Da sind allein jetzt 600 Gramm Einlagen drin. Plus 300 Gramm Einlage. Genau, 800 Gramm. So, gut. Wer hat noch nicht? Oh, das alte Devo. Mit kleinem Akku. Oh, jetzt wird der Rekord geknackt. Wow. Das ist jetzt eine Überraschung. 23,58. Das erste Leo. Und ist das jetzt wenig oder viel? Viel. Ja, und mein Fahrrad hat natürlich auch andere Sachen. 23,54. Ich habe einen anderen Sattel. Der alte, der Original war 4 mm. Wie ihr das gegeben habt, dachte ich so, wow, das ist ja wendig. Ja, da fehlt aber noch, da fehlt noch die Anbauteile. Oh, Handy können wir dann 40. Aber so Garmin wäre schon ganz gut. Ich könnte ja mein 1040 dran machen. Der wird genauso, oh, prima. Wir wollen ja hier nicht schieben. Und keinen Schieben. Ja. Und da? Ja, ich habe Schieben. Ich sehe schon mal, da ist da muss man. Oh. Was ist das? Das Carbonrahmen. Das ist das schwerste Gewinn, aber beim Leichtstuhl ist jeder. Das ist gut. Wie viel ist das? Das ist super. 25,5. Und das mit den dicken Reifen. Der hat noch mehr als der. Ja, da ist ja noch nicht. Hast du die Kindergabel drin? Ist leicht. Achso, dritte Messung noch. Karre, und da? Ja, genau, der hat keine Luft aus. Muss mir die Excel-Liste schicken, wenn du sie fertig hast. Auf jeden Fall. Am geilsten ist das halt, dass er ein Flugschutzblech hat. So, ja, genau. Und teure Rad, billiges Schutzblech. Genau. Genau, Schutzblech. Und da wird, glaube ich, einer rausfahren. Soll immer noch ein bisschen Waffe. Jetzt eh fertig. Interessantes Ergebnis. Doch nicht die 26 geknackt. Sehr schade. Bis dann.